Mein künstlerisches Schaffen beruht auf der stetigen Suche nach Begegnungen und Gefühlswelten im Austausch mit der Malerei. Diese Gießerei ist eng mit meiner Vergangenheit verknüpft, wie die Farbe Braun, Symbol für unsere Wurzeln, unsere Herkunft, oder das römische X, welches in einigen meiner Werke zu finden ist und für die vergangenen Jahrzehnte steht. Fenster ist der Titel einer meiner Kunstausstellungen. Die vorgestellten Werke symbolisieren mein andauerndes Verlangen, ein anderes Fenster öffnen zu wollen, um neue kreative Räume zu schaffen, im Rückblick auf Vergangenes. Denn es gibt Zeiten, in denen man das Bedürfnis verspürt, innezuhalten. Um dann vorwärts zu gehen, Vergangenes loslässt, ohne es jedoch zu vergessen. Diese Augenblicke, die das Innere zum Ruhen bringen, verbinde ich mit der Farbe Grau. Ich liebe es, mit verschiedenen Grau-Nuancen zu experimentieren, insbesondere mit warmen Schattierungen. Oft schenkt mir die Natur diese räumlichen Augenblicke der in sich Kehrung, die meine Inspiration zum Strahlen bringen. Rot hingegen, der Fluss des Lebens, ist die Farbe, die mit viel Energie verbunden ist. Bei starken Impulsen verspüre ich die kreative Notwendigkeit, diesem Gefühl nachzugehen, indem ich Rot verwende. Es ist eine eindrucksvolle Farbe mit einer starken Anziehungskraft, fast eindringlich. Meistens verwende ich Rot in einer kubischen Form, wie zum Beispiel in einem meiner Werke Roter Block, weil es das Gegenpol symbolisiert, nämlich Stabilität in einer Welt der stetigen Bewegung. Die Malerei erlebe ich wie eine Reise. Jede Reise hat eine Route. Manchmal birgt diese Hindernisse, die man überwinden sollte. Wie beim Malprozess. Du denkst, dass dein kreativer Weg nicht richtig zum Ausdruck kommt. Wichtig ist, sich dem hinzugeben, weiterzumachen und anzukommen. Denn Kunst, so wie das Leben, darf anders sein als erwartet.